Fabian Michel überblickt das nochmal alles und gibt den Ball jetzt frei. Topspiel ist eröffnet. Anschluss für Wolfsburg in Grün von links nach rechts. Und eins ist klar, wer es heute gewinnt, der hat es in der eigenen Hand, die deutsche Meisterschaft in dieser Saison zu holen. Bayern geht jetzt drauf und holt sich den Ball mit Bühl. Lohmann, Stanway, die zieht jetzt ab. Das kann sie! Frums ist da, Chance noch nicht vorbei. Magul. Heute tut der VfL Wolfsburg ihnen diesen Gefallen aber nicht. Die Bayern müssen hier in den ersten gleich 20 Minuten ganz klar das Spiel machen. Und machen das auch. Bühl, Magul, Damjanovic, Stanway, das sieht super aus! Und jetzt also dieser Lattenkracher noch oben drauf. Kommt direkt vom Tor auch. Und ist gefährlich, ist nicht im Tor! Ist nicht im Tor! Partie läuft weiter. Gut. Er kommt gut und Pop ist da! Erste richtig gute Chance. Oh, jetzt ist eine Menge Platz dafür, Landwein. Die Bayern mal total aufgelöst da hinten drin. Kumagai verzögert, greift nicht richtig an. Pajor müsste jetzt aus dem Abseits gekommen sein. Läuft sogar durch die Szene. Wolfsburg bietet noch mehr an. Bayerns Sohn Schüller finden sie nicht. Aber Lohmann kommt zum Abschluss. Rall legt nach. Und auch Bühl darf nochmal. Frums hat den. Dafür müssten sie aber ihre einzelnen Vorsprünge aus dem Hinspiel über die Zeit bringen. Übers Rückspiel. Jetzt ist erstmal Lohmann dran. Sidney Lohmann. Super Anziehen heute. Und wieder Frums. Merle Frums. Bei der können sie sich bedanken. Und das machen sie jetzt auch. Super Finish in diesem Spiel. Die Bayern wollen hier gewinnen. Man merkt das, man spürt das. Die gehen hier an die Schmerzgrenze. Wieder Segen. Nein, der Randigos dort hier. Es gibt Elfer, der Ball ist drin. Der Ball ist im Tor, aber das zählt jetzt nicht. Meine Güte! Hier der Abschluss von Vigos Dottir, Lattwein. Ja, der Arm ist zu weit weg. Handelfmeter ist ganz eindeutig für die Bayern. Gelbe Karte ist auch okay. Aber was jetzt passiert, ist ja viel wichtiger. Wir schauen nochmal hin, aber wir haben ihn schon gesehen. Der Arm ist zu weit weg, das ist korrekt. Was für eine Dramatik jetzt hier in Minute 83. Jetzt sind wir in der 84. und Stanway hat die Führung für die Bayern auf dem Fuß. Die Europameisterin gegen Merle Frums. Georgia Stanway. 1-0 für die Bayern. Merle Frums mit dem Ball am Fuß. Die zieht jetzt ab, aber da wirft sich eine rein. Und so kommt der Ball nicht aufs Tor. Und jetzt ist es aus am FC Bayern Campus und die Münchnerinnen schlagen den amtierenden deutschen Meister VfL Wolfsburg mit 1-0. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.